Gemeinschaftscampervan mit Unbekannten. Ein Fahrzeug zu teilen. Die Hälfte meins, die andere deins. Das aber professionell. Ist heute unser Thema. Und der ein oder andere von euch hat es gesehen und ich habe relativ viel Rückmeldungen gekriegt. Nicht nur unterhalb des Videos, nein. Es ging auch von unterschiedlichsten Firmen, die auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, hey, so wie der David das macht, innerhalb der Familie mit seinen Schwiegereltern das Auto zu tauschen, kann man das nicht auch unter Unbekannten tun. Und da stellen sich Leute eben sowas wie eine Partnerbörse vor, wo halbe Wohnmobile eben mit Leuten gematcht werden, wo man die richtigen zueinander bringt. Es geht dabei um Bring- und um Reinigungsdienste. Es geht um elektronische Fahrtenbücher. Und auch da gibt es Firmen, die auf mich zugekommen sind und gesagt haben, Klaus, genau da kann ich dir helfen. Es geht um Verträge, wie denn solch ein Innenverhältnis zwischen den Unbekannten gemacht wird, um das Thema Finanzierung und um ein ganz, ganz anderes Thema noch. Und dazu habe ich heute einen Gast eingeladen, denn das halten die meisten für das Allerschwierigste. Ich grüße dich, Michael. Hallo Klaus. Michael Glitzer von der Helvetia Versicherung, den habe ich nur als Michael kennengelernt aus München, der eben in der Beratung bei mir ein Wohnmobil gekauft hat. Wir haben uns die letzten Tage ein paar Mal darüber unterhalten, professionell die Dinge zu scheren. Was hältst du davon? Ja, du sagst es schon, das ist ein spannendes Thema und wir haben jetzt einige Telefonate schon gehabt und haben uns über das Thema ausgetauscht. Ein wirklich interessantes Thema, sag mal, das Thema Nachhaltigkeit umtreibt mich sehr. Da lernen wir im Moment ja auch viel dazu. Zum Beispiel jetzt, dass wir nicht unbedingt ein paar hundert Kilometer fahren müssen, um hier so ein Gespräch zu führen. Das ist so die eine Seite. Zum anderen treibt mich das Thema aber beruflich auch um. Du hast es eben gesagt. Ich arbeite in einer Versicherung. Ich bin Abteilungsleiter beim Kundenservice Kfz bei der Helvetia Versicherung. Ja, ein Unternehmen, das eine große Mutter in der Schweiz hat, aber auch ja, in Deutschland zwar erheblich kleiner ist, aber die ja, Schweizer Werte letzten Endes auch so ein bisschen trägt. Also wer kennt das Sprichwort nicht, zuverlässig wie ein Schweizer Uhrenwerk. Mhm. Und ja, ich habe zwei mitarbeitenden Teams, eins in Karlsruhe, eins in Nürnberg sitzen. Da sitzen insgesamt so 30 Menschen, die sich alle um die Anliegen der Versicherten kümmern. Und außer Angebote und Schaden helfen wir nicht zu jedem Thema. Zudem verantworte ich einen Standort in Nürnberg mit insgesamt mit 60 Mitarbeitern. Ja. Du hast jetzt angesprochen, das Thema Nachhaltigkeit, das umtreibt uns sehr. Ich habe das gesehen, da muss ich vielleicht gerade mal unterbrechen. Und zwar, natürlich habe ich euch gegoogelt, bevor ich irgendwas mit einer Versicherung mache. In der Form habe ich mal geguckt, was tut ihr denn so? Und mich hat gewundert, ganz innovativ, zur E-Auto-Versicherung habt ihr das Versicherungsprodukt des Jahres auf den Markt gebracht. Das heißt, ihr seid schon sehr interessiert daran, die Risiken zu messen und auch was Innovatives und Neues zu machen. Absolut. Und auf das Produkt bin ich persönlich sehr stolz. Also da sind wir Vorreiter am Markt. Also ich kenne kein vergleichbares Produkt am Markt heute, das so speziell auch für E-Cars letzten Endes an den Markt gebracht wurde. Ist eine Allgefahrenversicherung in der Prämienrückerstattung bei Schadenfreiheit. Mhm. Und im Oktober haben wir eine Auszeichnung dazu bekommen, Versicherungsprodukt des Jahres vom Deutschen Institut für Servicequalität. Ein ganz tolles Produkt und wenn man im Thema Nachhaltigkeit in Cars unterwegs ist, sollte man sich das sicherlich mal angucken. Ja, und deswegen. Wir sind aber Camper. Also wir haben leider noch kein E-Camping, auch dazu haben wir was versucht, soweit sind wir noch nicht. Aber wir wollen natürlich auch nicht viel Prämien bezahlen, selbst wenn wir als Eigentümergemeinschaft unterwegs sind, zu zwei Eigentümern mit unserem Campervan. Wie ist denn das zusätzliche Risiko da zu bemessen, was wir haben? Ja, für uns ist das Thema gar nicht so fremd. Also das wird ja immer sehr ja, diskutiert. Du hast es so ein bisschen anklingen lassen. Ist das ein Problem? Nein, das ist überhaupt nicht. Letzten Endes gibt es bei Fahrzeugen so vier Rollen, die man da einnehmen kann. Und die kennen wir auch historisch schon. Das ist zum einen der klassische Versicherungsnehmer, also derjenige, der uns die Versicherungsprämie schuldet. Das ist der Halter, der bei der Zulassungsstelle eingetragen wird in den Fahrzeugpapieren. Das ist derjenige, der den Strafzettel bekommt, wenn man so ein Fahrzeug mal falsch geparkt hat. Das ist der Eigentümer, derjenige, der das Fahrzeug erworben hat, beziehungsweise auch, das kann ein Autohaus sein beim Thema Leasing, das kann eine Bank sein beim Thema Finanzierung, aber eben letzten Endes für uns auch überhaupt nicht unbekannt. Und letzten Endes ist es der Besitzer, also derjenige, der, wie man so schön sagt, Gewalt über das Fahrzeug ausübt, also ein berechtigter oder auch unberechtigter Fahrer. Im Idealfall ist es natürlich der berechtigte Fahrerkreis, der im Versicherungsvertrag auch mit angegeben wird. Und das kennen wir aus der Vergangenheit.
schon sehr gut. Also im Familienverbund zum Beispiel ist es ja durchaus üblich, dass vielleicht eben zuerst der Vater ein Fahrzeug anmeldet, damit fährt, weil er das beruflich irgendwo nutzt. Und dann kommt dann irgendwann der Sohnemann dazu, macht einen Führerschein, möchte das Fahrzeug auch mal nutzen. Und so erweitert man dann den Fahrerkreis letzten Endes. Und das ist für uns überhaupt nichts Besonderes und ist auch bei Wohnmobilen genauso darstellbar und für uns somit überhaupt keine große Hürde. Jetzt wollen wir uns ja ein bisschen absetzen gegen das, was Selbstfahrervermietversicherung bedeutet. Ich kenne da die Prämien, die sind um das X-fache höher. Das seht ihr für uns als zwei Eigentümer anders? Absolut. Also das Risiko Selbstfahrer von Mietfahrzeuge, das ist noch ein ganz anderes. Ich glaube, das kann man auch nachvollziehen, wenn da jede Woche jemand anders hinterm Steuer sitzt, der das Fahrzeug auch überhaupt nicht kennt. Ich habe selber so ein Fahrzeug jetzt dieses Jahr mal gemietet über einen Kontakt, den du ja hergestellt hast. Da hat uns der Vermieter so ein paar Gruselgeschichten erzählt. Da wird dann mal der Wassertank mit dem Benzintank verwechselt. Man wundert sich, dass dann so viel da reinpasst, aber nichts wieder verbraucht wird. Also das sind so klassische Dinge, die eben das Risiko Selbstfahrer für Mietfahrzeuge sehr, sehr hoch machen. Im klassischen Versicherungsbereich, so wie wir das jetzt haben bei einer Eigentümergemeinschaft oder auch bei einer Familie, so ist es ja letzten Endes fast so ein bisschen gleichzusetzen, sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. Da hat man dem anderen gegenüber eine ganz andere Verpflichtung hier zur Werterhaltung und ist für uns jetzt überhaupt kein großes Risiko. Was man so ein bisschen beachten muss, ist, dass es natürlich so ein paar Gefahrerhöhungen gibt. So sprechen wir davon. Das sind die weichen Tarifmerkmale. Ich habe es eben schon angesprochen. Ein erweiterter Fahrerkreis wird sich durch einen Zuschlag bemerkbar machen. Es ist eine erhöhte Kilometerlaufleistung sicherlich in Betracht zu ziehen. Das wird den Versicherungsbeitrag etwas teurer machen. Und es ist der nächtliche Abstellplatz, weil man natürlich jetzt eben auch zwei Parteien dann vielleicht hat. Der eine stellt das im Carport im eingezäunten Grundstück ab und der andere dann an der Straße. Es wird dann immer das schlechtere Risiko letzten Endes herangezogen. Es wird dann also die Straße, weil das das höhere Risiko ist. Und wird dann sicherlich mit einem Zuschlag belegt werden. Aber diese Zuschläge bewegen sich im Rahmen von 5-15% pro weichem Tarifmerkmal. Das heißt, ich glaube, realistische Größe ist, dass das im schlechtesten Fall so um die 30% teurer werden könnte. Von daher, wenn man sich die Kosten teilt, dann immer noch eine Kostenersparnis letzten Endes darstellt. Dem entgegenhalten muss man natürlich, das Auto ist durch den Bring- und durch den Reinigungsservice eben auch unterwegs, von dem einen zu dem anderen, wird zwischendurch auch besser gewartet. Gibt es da auch Bonuspunkte für? Ja, leider nicht. Ich sag mal, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Versicherungswirtschaft, wie sie heute funktioniert. Solche Verbesserungen oder auch positiven Einflüsse werden bei der Kfz-Versicherung jetzt nicht zugrunde gelegt. Also es wird nicht zu der Wartungsersparnis da führen. Aber du hast vollkommen recht. Also ich persönlich sehe es auch so, dass eine Eigentümergemeinschaft nach anderen Regeln funktioniert, dass man da schon sehr der anderen Seite auch verbunden ist. Ich würde dir so ein Fahrzeug nicht dreckig zurückgeben wollen, wenn wir beide zusammen so einen Camper haben. Einfach um mich da auch nicht immer wieder erklären zu müssen, warum ich so unpfleglich mit dem Fahrzeug bin. Das ist ja unangenehm. Wir hätten auch die Möglichkeit, und da stimmen die Eigentümer untereinander gegen oder auch zu, das Fahrzeug tracken zu lassen, das elektronische Fahrtenbuch zu führen, die Kilometer aufzuschreiben, ganz elektronisch, wer hat es wie oft gehabt. Ihr könntet überprüfen, wie gut wir fahren, wie schnell wir fahren. Ist das prämiensenkend? Ja, da haben wir leider kein Produkt zu. Also so dieses Thema Fahrtentracking. Der Versicherungsmarkt versucht es ja immer wieder, aber da haben wir leider nichts zu. Du hast es eben schon angesprochen. Mit den Kosten muss man gucken, wie man sich das Ganze im Innenverhältnis dann aufteilt, ob man hier halbe-halbe macht oder, wie du gerade sagst, über ein Fahrtenbuch auch wirklich schaut, wer ist wie viel Kilometer damit gefahren und dann im Nachgang hergeht und sagt, auf wen fällt eigentlich welcher Versicherungsbeitrag hier. Also so ein bisschen erinnert mich das Ganze so an den Immobilienmarkt. Und wenn man sich da so ein bisschen die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, der letzten Jahrzehnte anguckt, früher hat man es noch sich leisten können, ein alleinstehendes, freistehendes Einfamilienhaus zu bewohnen und zu besitzen. Dann kamen die Doppelhaushälften. Dann hatte man auch schon ein gewisses Gemeinschaftsareal. Inzwischen gibt es die Eigentumswohnung, eingebettet in so eine Eigentümergemeinschaft. Da gibt es dann eben einen Hausverwalter, der organisiert das. Und gerade bei den Kosten, bei der Aufteilung, Müll nach Köpfen oder nach Stromzähler oder eben auch nach Quadratmeterfläche, sowas ist alles lösbar. Und da kommen natürlich auch Vertragskonstrukte zusammen,
Die sind bei einem Campervan ähnlich. Da gibt es dann eben auch eine Teilungserklärung. Wer ist für was verantwortlich? Auch bei so Dingen, was passiert, wenn die Prämien sich jetzt erhöhen, wenn wir einen gewissen Schaden haben? Auf das will ich vielleicht nochmal kommen. Welche Art von Schäden gibt es da und wie muss ich mir das vorstellen? Wenn jetzt diese typische Glasplatte, die man immer so nennt, kaputt gemacht wird durch mich und du als Zweiteigentümer, bleiben wir auf diesem Schaden sitzen oder zahlt das deine Versicherung? Ja, auf dem Schaden würden wir erstmal sitzen bleiben. Ja, du sprichst das an. Also es gibt verschiedene Schadensszenarien. Das eine ist, was du gerade angesprochen hast, so klassisch die Glasabdeckung des Kochfelds. Wenn ich die kaputt mache, dann ist es so, dass das eben nicht per Haftpflichtversicherung sozusagen der Gegenseite, dass ich das geltend machen kann. Das wird nicht funktionieren. Da muss man wirklich schauen, das ist ein wichtiges Thema, das du ansprichst, und so ein Vertrag im Innenverhältnis, der wird da, glaube ich, sehr wichtig werden, dass man solche Dinge auch im Vorwege letzten Endes regelt. Du hast aber eben schon so Schadensszenarien angesprochen. Anderes Schadensszenario könnte zum Beispiel sein, eben ich fahre eine Schramme in das Wohnmobil, oder die Scheibe geht durch Steinschlag kaputt. Das ist letzten Endes etwas, was eben durch die Versicherung geregelt werden kann. Bei dem einen tritt die Vollkaskoversicherung ein, würde natürlich eine Stufung nach sich ziehen. Bei dem Steinschlag wäre es die Teilkaskoversicherung, die keine Stufung vorsieht. Letzten Endes, da zahlt man immer 100% des Beitrags. Also da würde klassisch die Versicherung dann eintreten. Und dann gibt es noch ein weiteres Thema, das man sicherlich nicht außer Acht lassen kann, ist so das Thema Kfz-Haftpflichtschaden. Also wenn es ganz blöde kommt, ich hole das Fahrzeug bei dir ab und fahre beim Wegfahren sozusagen zu dicht an deinem Auto vorbei und fahre dir deine Schramme rein. Das kann natürlich auch passieren mit dem Fahrzeug, das wir dann beide gemeinsam gekauft haben. Bei uns ist das in der Wohnmobilversicherung mit eingeschlossen. Da muss man aber sehr genau die Versicherungsbedingungen gucken. Bei vielen Versicherungsgesellschaften ist das auch ausgeschlossen. Und da muss man eben sehr genau schauen, wie dann die Versicherung damit umgeht. Insgesamt empfehle ich eben dringend, dass alle Fahrer namentlich im Versicherungsvertrag erfasst werden, damit man eben in solchen Fällen auch die Konstellation kennt und sich nicht gegenüber der Versicherung dann erklären muss, wer ist das eigentlich und warum fordert er da jetzt gerade Geld von mir. Das war ein wichtiges Thema und letzten Endes mündet das alles eben in so einem Vertrag fürs Innenverhältnis. So, jetzt sind wir da mal ein bisschen in die Tiefe gegangen und das Thema Versicherung, da kennst du dich ja wirklich aus. Wir haben noch andere Facetten, wenn wir das Ganze wirklich mal professionell aufs Tableau bringen wollen. Es ist die Partnerbörse, es sind diese Verträge, es ist auch die Finanzierung, von der ich glaube, dass die sogar deutlich besser funktioniert. Ich habe das in dem anderen Video schon mal dargestellt, denn wenn wir zwei Haushalte haben, die eben die monatliche Rate abzahlen können, ja, dann brauchen wir noch deutlich weniger als die Hälfte eben dessen, was man alleine zahlen müsste. Das eine waren 120, das andere sind hier nur 54 Monate. Nehmen wir mal an, Michael, wir beide würden uns ein Auto teilen. Welche Vorbehalte hättest du? Ich habe da gar nicht so große Vorbehalte. Wir haben da ja schon die letzten Abende auch so ein bisschen darüber diskutiert. Ich muss auch sagen, dass mich das wirklich schon so ein bisschen umtreibt, das Thema. Ich denke da sehr, sehr intensiv drüber nach. Ich glaube, es gibt da keine großen Nachteile. Was man so ein bisschen, glaube ich, beachten muss, ist, wie nutzt man das Fahrzeug? Ist das wirklich ein Modell, das für mich in Frage kommt? Du hast ja in der Beratung mir gegenüber auch sehr intensiv nachgefragt, wie wir das Fahrzeug nutzen wollen. Wir wollen da so ein bisschen die Freiheiten nutzen, unsere Wochenenden ein bisschen anders zu gestalten. Und dazu gehört natürlich auch relativ spontan entscheiden zu können, dieses Wochenende fahren wir los, ja, nein. Da steht natürlich diese Eigentümergemeinschaft so ein bisschen dagegen, weil diese Spontanität da nicht zu 100% gegeben ist. Andersrum muss man eben sehen, wir haben jetzt für auch die Camperbestellung da einen ordentlichen Batzen Geld auch aufbringen müssen oder werden den aufbringen müssen jetzt, wenn das Fahrzeug da ist. Und das darf man nicht außer Acht lassen. Also ich sag mal da ein ja, mittelmäßig ausgestatteter Campervan, ich glaube 60, 70, 80.000 Euro darf man da ruhig nennen. Das muss man erstmal auch mal übrig haben. Und ich fand das Video mit dem David da auch sehr interessant, der ja auch gesagt hat, das ist auch ein Aspekt für uns, da nur die Hälfte finanzieren zu müssen und dann auch relativ schnell damit fertig zu sein, die Rate auch ein bisschen runterschrauben zu können, weil der Finanzierungszeitraum kürzerer ist. Ist schon ein interessantes Modell. Und von daher, also ich habe da wenig vorbehalten. Okay. Ich fand interessant in dem Video den Reinigungslevel, den wir natürlich auch untereinander irgendwie abstimmen müssten. Muss man das wirklich immer von außen niegelnagelneu gereinigt übergeben oder hat man irgendwie so ein Level, wo man sagt, ach komm, und meine Betten, die mache ich dann eben selbst mit rein. Bestimmte Sachen nimmt jeder selbst mit raus.
Das sind Dinge, ich glaube, das lässt sich alles regeln. Ich glaube sogar, dass das ein Level noch her hat, mit dem man sehr gut umgehen kann. Also ich habe vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, wir haben jetzt letztes Jahr zweimal sogar insgesamt so ein Campervan auch gemietet. Die erste Vermietung war da sehr, sehr pingelig, hat uns natürlich ein sehr gut gereinigtes Fahrzeug übergeben. Wir haben Hund, wir wären da jetzt gar nicht so penibel gewesen. Und ich muss sagen, es war am Ende sehr anstrengend, das Fahrzeug in dem gleichen Zustand wieder zurückzugeben. Also das war fast neuwertig. Und die zweite Vermietung war da so ein bisschen lockerer und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also wir haben da kein dreckiges Fahrzeug bekommen, aber es hatte normale Gebrauchsspuren und ja, das war fast ein bisschen angenehmer, muss ich sagen. War der Rückgabe auch einfacher. Gut. Wenn ihr, die ihr einfach mal zugeguckt habt, vielleicht dran denkt, ein neues Fahrzeug zu kaufen, dann können wir euch eben auch halbe beraten, vermitteln und in Ergänzung vielleicht mit solch einem Zusatzprodukt, wo nicht nur die Versicherung, sondern für Steuern, all diese Bring- und Reinigungsdienste und sonst etwas mit drin ist, das elektronische Fahrtenbuch, die Partnerbörse und und. Selbst wenn ihr ein bestehendes Fahrzeug habt und sagt, boah, ich habe es gar nicht so intensiv genutzt, wenn ich mir das genau angucke, im letzten Jahr sind es vielleicht 35 Tage gewesen, da kann auch eben eine zweite Person das Ganze machen, dann, und das setzen wir ab zum Thema Mieten, Privatvermieten, dann können wir natürlich euch auch vielleicht eine zweite Person dazu besorgen. Dieses Matching zueinander, ich bin mir unsicher, ob das klappt. Ich würde ganz gerne wissen, welche Art von Vorbehalten ihr habt. Und die gleiche Frage, die ich Michael gestellt habe, eben auch an euch adressieren. Wir haben hier unter dem Video die Möglichkeit, euer Feedback auch einzusammeln. Nutzt diese Möglichkeit der Umfrage, sprecht uns gerne auch persönlich an. Auch da lieben wir das persönliche Gespräch. Schreibt uns eine E-Mail dazu. Und es ist interessant zu sehen, was eben über das Sharing, das Gemeinschaftseigentum Wohnmobil an Ressourcen eingespart werden kann. Ja, und wie weit man das wirklich in die professionelle Hand geben kann oder sollte. Michael, du hast das Abschlusswort in deiner Rolle als Camper, nicht als Versicherungsmann. Was würdest du uns für dieses Konzept noch mit auf den Weg geben? Ich finde das insgesamt interessantes Konzept, das habe ich dir schon gesagt. Ich bin gespannt, wie sich das Thema entwickeln wird. Du hast ja gesagt, dass du das so ein bisschen im Fokus hast und wie sich das auch bei dir entwickelt. Dieses Thema Innenverhältnis, glaube ich, das ist schon ein wichtiges. Da muss man sich vorher im Klaren werden, wie man manche Dinge regelt. Das ist, glaube ich, auch gut so, wenn man das im Vorwege tut und nicht erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Dann kommt es dann meistens eben zu, ja, Streitigkeiten, wenn man da unterschiedlicher Auffassung ist. Das lässt sich im Vorwege besser regeln. Und wenn man da so einen Vertrag abgeschlossen hat, glaube ich, ist das eine gute Sache. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt bei dir. Okay, gut. Michael Glitzer, alles Gute, viele Grüße an die Helvetia-Versicherung. Vielen Dank für die Teilnahme und vielen Dank für das persönliche Gespräch. Sehr gerne. Danke und tschüss. Tschüss.